Okay, ich glaube, das ist schwer zu toppen. Trotzdem einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auf meinem Schreibtisch. So sieht es aus. So sieht er aus, der natürliche Lebensraum des Literaturwissenschaftlers. Und es gibt manche, die sagen, diese Spezies sei besonders gut darin, ganz wenig Text zu nehmen und daraus ganz viel Text zu machen. Und da ist was dran. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Wenn Sie einen Literaturwissenschaftler fragen, ihm die Frage stellen nach dem Universum, dem Leben und allem, werden Sie niemals eine so kurze und prägnante Antwort erhalten wie 42. Er wird Ihnen aber liebend gern 42 Seiten lang erörtern, warum das Leben, das Universum und alles für uns eigentlich bloß Text ist. Und mit Texten kennt er sich aus. Ich beschäftige mich natürlich mit Texten und es geht auch in meiner Promotion um Texte. Und ich glaube, ich brauche doch meinen Spickzettel. Text. Der Science Slam zum Beispiel ist eine wunderbare Veranstaltung, an der man zeigen kann, wie die Welt vor allen Dingen aus Texten besteht. Denn egal aus welchen Fachbereichen wir kommen und wie viele Millionen von Steuergeldern wir mit welchen Methoden auch immer verbrauchen, am Ende stehen wir hier und haben genau 10 Minuten Zeit, um euch eine Geschichte zu erzählen. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, handelt davon, wie ein Literaturwissenschaftler seinen Schreibtisch verlässt. Und sie handelt davon, wie man es schafft, aus 2 harmlosen Zeilen 29 Seiten in der Doktorarbeit zu machen. Und die Geschichte heißt Galileo in Tel Aviv. Ihr müsst mit mir auf eine ganz kleine Zeitreise kommen. Nicht 4,5 Milliarden Jahre, sondern Palästina in den 1930er Jahren. Das ist eine ziemlich komplizierte Situation. Also der Nahe Osten war damals schon ein fürchterliches Chaos. Die britische Armee hat dort die Verwaltung. Die Bevölkerungsmehrheit ist arabisch. Und es gibt so eine kleine jüdische Gemeinschaft, die immer weiter wächst und die versucht, eine hebräische Nationalkultur zu erfinden und zu errichten. Gleichzeitig kommen immer mehr Flüchtlinge. Und zwar, und das ist interessant, vielleicht auch angesichts aktueller Ereignisse, und diese Flüchtlinge kommen aus Europa und fliehen vor dem Naziterror über das Mittelmeer und kommen in den Nahen Osten und kommen nach Palästina. Unter diesen Flüchtlingen befinden sich auch eine ganze Reihe von jüdischen Autorinnen und Autoren, die auf Deutsch schreiben, die nach Palästina kommen und dort weiter auf Deutsch schreiben. Und das ist genau der Gegenstand meiner Arbeit. Was ich mir besonders angucke, was mich besonders interessiert, ist, was passiert, wenn diese deutsche Literatur mit der hebräischen Literatur zusammentrifft. Und das ist ganz schön, weil deutsche Literatur schreibt man von links nach rechts und hebräische Literatur von rechts nach links. Das heißt, sie treffen sich tatsächlich in der Mitte. Und eine amerikanische Kollegin hat vor einiger Zeit dieses Phänomen einmal benannt und nannte es The German Hebrew Contact Zone. Bam, das klingt gleich wahnsinnig wissenschaftlich und so, als bräuchte man mindestens ein Elektronenmikroskop und ein Teilchenbeschleuniger, um das zu ergründen. Da wir am Fachbereich aber kein Geld für solche Gerätschaften haben, bleibt mir nichts weiter übrig, als mir die literarischen Texte anzugucken, die bei dieser Kollision entstehen. Und einer der produktivsten Textproduzenten, die ich da in diesem Bereich so habe, ist dieser junge Mann, den wahrscheinlich nicht unbedingt jeder erkennt. Der ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ihr kennt aber auf jeden Fall seinen besten Kumpel. Das ist der mit den markanten Ohren und den kafkaesken Texten. Max Brod, um den es mir geht, kam ebenso wie Kafka aus Prag. Und anders als Kafka hat Max Brod noch erleben müssen, wie 1939 die Wehrmacht Prag besetzt hat. Es ist ihm buchstäblich in allerletzter Sekunde mit dem allerletzten Zug, der noch aus Prag ging, gelungen, die Stadt zu verlassen und dann auf längeren Wegen nach Palästina zu kommen. Was er mitgenommen hat, waren 2 wichtige Dinge. Seine Frau und ein Koffer voller Manuskripte von Kafka. Und Generationen von Germanisten und auch Enziner sind ihm bis heute wahnsinnig dankbar dafür, denn sonst hätten wir diese Texte nicht. In meiner Beschäftigung mit Brod ist jetzt Folgendes passiert. In einer von diesen Aufstellungen, so eine biografische Liste, wann Brod wo war, was er gemacht hat, was er geschrieben hat,
bin ich über folgende zwei Zeilen gestolpert. 1948, Verleihung des Bialik-Preises der Stadt Tel Aviv an Brod für den historischen Roman Galilei in Gefangenschaft. Boah, ihr seid, wie ich sehe, genauso schockiert wie ich. Das ist eine ganz normale Reaktion, dass man sich erstmal denkt, ja, ist doch schön für ihn. Toll, die gelungene Integration eines Flüchtlings. Weiter im Text. Aber ich wäre ja kein Wissenschaftler, wenn ich dem nicht ein wenig auf die Spur kommen wollte, auf den Grund gehen würde. Und ich möchte mal ein paar Zusatzinformationen ergänzen. Also 1948, das war genau, das ist das Jahr, in dem der Staat Israel gegründet wurde und sich sofort in seinem ersten Krieg befand mit den arabischen Nachbarländern. Der Bialik-Preis ist der älteste und wichtigste, renommierteste hebräische Literaturpreis für hebräische Literatur. Max Brod ist ein damals relativ bekannter jüdischer Autor, der 26 Romane geschrieben hat in seinem Leben, alle auf Deutsch. Darunter auch den historischen Roman Galilei in Gefangenschaft, in dem es, und der Titel verrät das schon ein bisschen, um den italienischen Astronomen Galileo Galilei geht, der sich mit der katholischen Kirche darüber fetzt, ob sich jetzt die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde dreht. Das ist nicht unmittelbar einleuchtend, warum so ein Roman 1948 im gerade gegründeten Staat Israel den wichtigsten Literaturpreis erhält. Ich hoffe, das kann ich so ein bisschen klar machen. Ich habe dann geguckt, ob Brod mal irgendwas darüber schreibt. In seiner Autobiografie nicht ein Wort über diese große Ehre, den wichtigsten Literaturpreis des Landes erhalten zu haben. Und da war ich so ein bisschen mit meinem Latein am Ende, denn ich wollte ja gerne wissen, was sich hinter diesen zwei Zeilen nun verbirgt. Und es blieb mir nichts anderes übrig, als meinen Schreibtisch einzutauschen. Und zwar, nein, leider nicht gegen den Strand von Tel Aviv. Soll ich das Bild kurz stehen lassen, so als visuelle Therapie gegen den Hamburger Winter? Ich bin zwar nach Tel Aviv geflogen, aber statt an den Strand bin ich ins Archiv gegangen. Das heißt eigentlich in mehrere Archive. Und die israelischen Archive haben irgendwie alle eins gemeinsam. Die befinden sich in relativ ästhetisch fragwürdigen Gebäuden. Und dann auch noch im Keller. Und dann sind sie auch noch unglaublich stark klimatisiert. Und man hat so richtig das Gefühl, man merkt, wie man hier in die entlegensten Winkeln des kollektiven Gedächtnisses vordringt. Wo alles aufbewahrt wird, was vergessen wurde, was verdrängt wurde. Und ich kann das jedem, der sich fragt, wieso die Gesellschaft so ist, wie sie ist, die Kultur so geworden ist, wie sie geworden ist und ob es nicht auch mal andere Möglichkeiten gegeben hätte, ich kann jedem nur empfehlen, geht mal ins Archiv, da ist nämlich genau das alles aufbewahrt. Meine Ausbeute war ziemlich gut. Ich habe hunderte von Briefen, Zeitungsartikeln, Protokollen, alles Mögliche gefunden. Und dann musste ich damit zurück an den Schreibtisch. Ich habe mich an den Schreibtisch gesetzt, habe das alles ausgewertet, diese ganzen Materialien auf Deutsch, auf Hebräisch, auf Englisch. Habe mir dann ein bisschen Hilfe geholt, das muss ich zugeben, bei einem berühmten französischen Soziologen und einem amerikanischen Literaturwissenschaftler, die sich beide sehr intensiv zum Beispiel mit der Frage beschäftigt haben, was literarische Preise eigentlich sind, was die machen, wie sowas wie literarischer Ruhm entsteht. Und dann habe ich, weil ich bin ja Literaturwissenschaftler, mich auch ganz intensiv mit dem Roman selbst befasst. Habe den analysiert, habe mir geschaut, was da eigentlich drin steht, dieser Roman, der diesen Preis erhalten hat und der einen unglaublichen Literaturskandal verursacht hat. Ja, und dabei bin ich zu bestimmten Ergebnissen gekommen, unter anderem, dass die Verleihung dieses Preises, also des hebräischen Literaturpreises für einen deutschen Roman, eine ganz bewusste kulturpolitische Entscheidung war zur Integration. Das ist relativ deutlich erkennbar. Zweitens hat dieser Skandal, der um die Preisverleihung sich entwickelt hat, so starke Wellen geschlagen, dass man anfing sich zu fragen, okay, Moment, was verstehen wir hier eigentlich unter Nationalkultur? Muss das wirklich einsprachig sein? Kann das nicht vielleicht auch mehrsprachig sein? Wo sind die Grenzen? Wer gehört dazu? Das war nicht sehr nachhaltig, denn der Bialik-Preis ist nie wieder für ein nicht-hebräisches Werk vergeben worden. Und drittens konnte ich auch zeigen, dass der Roman selbst gar nicht so historisch und distanziert und entfernt ist, wie man vielleicht annehmen möchte. Eigentlich liest er sich auch ganz gut als ein Kommentar zur zeitgenössischen Situation. Und ich muss vielleicht nicht betonen, dass das zwar alles historisch ist und zurückliegt, aber es gibt sozusagen Parallelen und Konstellationen, die sich dermaßen aufdrängen, dass sie uns auch für heute etwas zu sagen haben.
Was ist Nationalkultur? Wo sind die Grenzen? Wer gehört dazu? Wer gehört nicht dazu? Danke. Ich habe noch ein Übrigens, eine letzte Folie. Ich bin an diesem Punkt fertig. Ich habe das alles ganz detailliert aufgeschrieben. Das könnt ihr da also nochmal etwas ausführlicher nachlesen. Falls aber jemand von euch zum Beispiel Tschechisch kann und Lust hat, mal nach Prag zu fahren und ins Archiv zu gehen, es gibt in dieser biografischen Auflistung noch zwei Zeilen. Brod hat nämlich schon mal einen Preis bekommen, und zwar den tschechischen Staatspreis. Und es wird euch nicht überraschen, dass der Roman, für den er den bekommen hat, auch auf Deutsch geschrieben wurde. Insofern herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus